Haben Sie ein Zimmer gebucht? Ach, nein, ich könnte mir das nicht leisten. Ich habe einen wichtigen Termin. Marlene Schweizer. Theresa Burger, hallo. Hallo. Feste! Ja! Oh. Danke. Sie haben meinen Tag gerettet. Sie waren meine Rettung. Was hätte das denn für einen Eindruck gemacht, wenn ich als Gorilla bei dieser Besprechung aufgetaucht wäre? Naja, das kommt ganz auf die Besprechung an. Sie findet leider nicht im Tierpark statt. Naja, dann wäre es wohl besser ohne. Ein Autounfall. Bitte? Na, Sie haben sich doch gerade gefragt, wieso ich mit diesem Ding hier durch die Gegend tumple. Oh, tut mir leid. Ich wollte nicht. Ach, ist schon okay. Na dann, hat mich gefreut. Ja, ich mich auch. Viel Glück bei Ihrem Termin. Ach, danke schön. Kann ich gebrauchen. Ist ja der erste dieser Art. Sie packen das? Hoffentlich. Ich glaube an Sie. Naja, und wenn nicht, kann ich immer noch hier die Mitleidskarte ziehen. Die würden Sie einfach so ausspielen? Naja, also zu irgendwas muss sehr gut sein, oder? Na dann. Tschüss. Tschüss. Ist die Assistentin von Natascha schon da? Ja, bitteschön. Sie sind Nataschas persönliche Assistentin. Ja, und Termine wie diesen hatte ich schon tausende. Der Zug ist abgefahren. Das habe ich befürchtet. Ja, wer hätte gedacht, dass wir uns so schnell wiedersehen. Möchten Sie was trinken? Wasser. Zwei Wasser, bitte. Gerne. Bitteschön. Ich muss gestehen, ich bin schon seit langem ein großer Fan von Natascha. Ich auch. Aber wie kommt es, dass ein so berühmter Star, eine so junge und... Und? Unerfahrene Assistentin hat? Also, es waren Ihre Worte. Ja, das kommt, weil Natascha eben nicht nur ein berühmter Star ist, sondern auch meine Mutter. Und weil sie einen ziemlichen... Ich sage es jetzt diplomatisch. Mir können Sie ganz offen reden. Managerverschleiß hat. Was natürlich nicht an ihr liegt, sondern an den Manager. Natürlich. Ja, und deswegen springe ich jetzt ein. Gut, kommen wir zum Geschäftlichen. Sie haben da einen Vertragsentwurf? Ja, den habe ich dabei. Selbstverständlich stellen wir Ihrer Mutter für die Zeit des Engagements eine Suite. Wunderbar, ganz wunderbar. Bitte? Was Sie eben gesagt haben. Dass wir eine Suite stellen? Mhm, ja. Ja, aber das ist doch üblich. Ja, genau. Also wunderbar. Okay. Aber sie tritt 7-mal die Woche auf. Mhm. 2-mal am Tag. Ja. Für mindestens 3 Stunden. Kein Problem. Hören Sie mir überhaupt zu? Sicher. Und Sie meinen, Ihre Mutter ist mit diesen Konditionen einverstanden? Wenn ich ihr das gut verkaufe, dann... Darf ich ehrlich sein? Sie können sowas noch schlechter als ich. Dann wird es jetzt wohl Zeit für meinen Mitleidsbonus, hm? Der Vertrag ist ohne jegliche Fallstricke. Nehmen Sie ihn mit. Und wenn Sie ihn mit Ihrer Mutter geprüft haben, dann sprechen wir uns. Es tut mir leid. Jeder fängt mal an. Ja, man sollte sich nur nicht dabei erwischen lassen. Ich höre von Ihnen? Ja, spätestens morgen. Ich bleib hier über Nacht. Das freut mich, von Ihnen zu hören. Ja, also ich mich auch. Guten Morgen, Marlene. Guten Morgen. Ich habe Ihren Vertrag geprüft. Und? Haben Sie irgendwas entdeckt, was geändert werden muss? Nein, es ist alles in Ordnung. Ja, schön. Und ich habe noch eine gute Nachricht für Sie. Meine Mutter, die nimmt das Engagement an. Ja, das ist ja großartig.
Dann sehen wir beide uns in Zukunft wohl öfter. Ja, sieht so aus, ja. Wie wär's mit einem frisch gepressten Orangensaft? Auf diesen erfreulichen Geschäftsabschluss? Sehr gern. Und Kaffee bitte. Kommt sofort.